Volker Albers über Tage, in denen die Stimmung im Weißen Haus miserabel ist, wie man hört. Fernseher an, Außenwelt rein. Kaum schalt ich ab, bin ich wieder allein. Das ist jetzt mein Film und es interessiert keinen, ob ich scheißen gehe oder nackt im Garten lieg. Kein Paparazzi, kein MTV. Egal was ich tu, auch wenn ich weggehe. Kein Bericht von wegen Star in Diskothek. Doch wenn ich drüber red, meint ihr, ich hätte ein Problem. Von wegen, du willst bloß voll im Mittelpunkt stehen. Dabei tu ich mich nur sehen nach gesundem Menschenverstand. Doch in der heutigen Zeit wird's schwierig in diesem Land. Wir werden zugetextet mit Leid Tag um Tag, dass man gar nicht mehr an eigene Probleme denken mag. Und gibt's dann doch mal was, wo man sich drüber freut, ist wieder einer da, dem's besser geht. Und du bist enttäuscht, dann sagt man wieder, das ist alles typisch deutsch. Ich aber halt dagegen, es wird uns bloß eingebläut, dass wir kleinlaut werden und immer schön schlucken. Lässt euch irgendein Krieg heute noch mit der Wimper zucken. Seht her, so weit haben wir's schon geschafft. Kein Pokerspieler hat jemals so geblufft. Der Ablenkungseffekt gespickt mit tausend Leidenswegen. Höhere Steuern sind für uns dagegen fast ein Segen. Stellst du jetzt daneben dein eigenes Leben, deinen Einfluss, deine Macht, dein eigenes Bestreben. Da brauchst du gar nicht allzu lang zu überlegen. Man selber ist den anderen nie und immer überlegen. Alles muss sich toppen, alles besser sein. Ohne Konkurrenz, Kampf geht ja alles ein. Die Evolution schreit nach vorn, aber nicht mehr ein. Probier doch das Unmögliche, du selbst zu sein. Bevor keiner was tut, mach ich lieber auch nix. Genau das ist die Denkweise von den Nowadays-Kids. Die Politik schaut zu und schiebt die Kohle hin und her. Doch die sie wirklich bräuchten, zahlen noch mehr und mehr, um den ganzen Luxus von denen zu finanzieren, die zweimal in der Woche den Privatjet umlackieren. Wenn so viele blechen, muss ja jemand profitieren. Doch wie soll man sich rächen ohne Feind im Visier? Allzu oft verschwinden einfach so Millionen auf Konten, von denen man nicht mal weiß, wo die Empfänger wohnen. Im Spiegel und im Stern an seitenlang Recherchen. Beteiligte haben's nicht so gern und erzählen Märchen. Sind so leicht aus dem Schneider und ich find's nicht fair, denn du kriegst mehr Probleme, klaust du mal ein paar Gummibärchen. Keine reichen Kumpels, die dir Rückendeckung geben. Keine Lobbyisten, die die Zeugen überreden. Keine Nachsicht, du kommst ins Vorstrafenregister. Hast im Präsidium keine älteren Geschwister. Ohne Verbindung nach oben und Kohle zum Schmieren bist du dazu verdammt, immer zu verlieren. Das Maul zu halten, deinen Kopf auszuschalten, denn die Waffen der Macht sind immer noch die guten Alten. Also lehn dich zurück, du kannst eh nicht eingreifen. Und wenn du's tust, gibt's bloß Stress, stopf dir lieber ein Pfeifchen. Mach deinen Scheiß, kümmer dich um dein Glück. Die Welt verändern zu wollen, macht einen selber bloß verrückt. Alles muss sich toppen, alles besser sein. Ohne Konkurrenz, Kampf geht ja alles ein. Die Evolution schreit nach vorn, aber nicht mehr ein. Probier doch das Unmögliche, du selbst zu sein. Alles muss sich toppen, alles besser sein. Ohne Konkurrenz, Kampf geht ja alles ein. Die Evolution schreit nach vorn, aber nicht mehr ein. Probier doch das Unmögliche, du selbst zu sein. Abschließend wollte ich nur kurz festhalten, vieles ändert sich und bleibt trotzdem beim Alten. Im Grunde findest du immer das Problem, dass der Mensch als Individuum gesehen ständig kämpfen muss, um nicht unterzugehen, und den Feind Gesellschaft nun mal braucht, um zu überleben.